Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr Lieben, ihr seht, ich habe uns hier wieder was Schönes mitgebracht. Und zwar zwei der Spezial-Pin-Collection Weg des Schems, einmal Passpack und einmal Sir Chester. Insgesamt 10 Booster, 4 Promos und 4 Orden. Wir haben ja, zu jeder Collection schon das ein oder andere Video gemacht. Und ich habe gedacht, weißt was, lasst uns doch einfach mal die Collection gegeneinander antreten lassen. Geht schwer auf. In der Regel sind die ja nicht so gut verklebt, aber ganz boah, ordentlich. Nach Pappe kommt Kunststoff. Hier wieder mit den schönen Fenstern, das ist gut. Muss ich immer wieder lobend erwähnen, weil ich es halt noch von anderen Collections ganz anders kenne. Zwei sehr gelungene Holos, zwei sehr schöne Promos. Fällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und wir schauen einfach mal, welche Collection da besser ist. So ein kleines internes Battle. Das ist ja immer ganz cool. So, das sind die Orden. Die Idee, das mal so mit Orden zu machen bei den Pin Collection. Finde ich cool. Hat was. Gerade wenn man auch das Spiel selbst gespielt hat oder noch spielt. Ich spiele es ja nicht oder habe es nicht gespielt. Von daher, ja, finde ich die Idee aber trotzdem ganz cool. Gerade so für Kiddies ist das eine feine Sache, ne? Wenn ich überlege, wie das früher bei mir gewesen wäre, ich hätte mir die wahrscheinlich dann irgendwie an meinen Pullover oder an mein T-Shirt oder meine Jacke gemacht und dann hätte ich mich draußen mit meinem Gameboy hingesetzt und dann Gönjamin. So. Sag mal, meine Lieblingspromo ist einfach Gengar, gefolgt von Lapras, Machomai. Und dann kommt erst Monte Carlo. So. 5 Booster. Insgesamt 10. Wie bei so einer Top-Trainer-Box. Und dann schauen wir doch mal, ob die gönnt. Plop, plop, plop. Ah, jetzt. Licht ausgegangen, weil sagt Akku gleich leer. Sehr gut. Müssen wir uns ein wenig spurten. Ich hoffe, die Lichtverhältnisse sind jetzt nicht allzu schlecht. Sehr, sehr unprofessionell, aber so kennt ihr mich. Nur noch 15%. Ich weiß nicht, wie lange 15% halten. Reicht das? Wenn ich gleich weg bin, wisst ihr Bescheid. Dann geht es nach einer kleinen Unterbrechung mit neuem Saft im Akku weiter. Silimbrim. Vielleicht ziehen wir jetzt ja noch mal was Schönes. Ich habe schon länger keine VMAX mehr gehabt. Oder Manglurak wäre mal wieder ganz nett. Oder eine Goldkarte, gibt ja nur eine. Goldene Döschen oder eine Rainbow. Lassen wir uns überraschen. Und das, oh, unser erster Reverse Holo, sehr, sehr schön. Ich liebe ja gerade Wasser. Perfekt. Und dahinter, die schönste VMAX, Gardevoir VMAX. Wirklich die schönste Karte in dieser Collection. Richtig gut. Schade, dass jetzt gerade auch das Licht so mit weg ist, da mein Akku gleich leer ist. Ja, so ist das, wenn man das halt nur hobbytechnisch macht. Dann ist das alles nicht so ganz professionell. Aber die Lichtverhältnisse gefallen mir gar nicht. Ich wirf das auch noch so einen blöden Schatten. Glaube ich, werde das Ganze erstmal gleich aufladen. So. Und dahinter, Forschung des Professors. Das war schon mal nichts. Gucken wir. Kann die schöne Lapras Collection mitziehen? Zieht sie mit? Oder lust sie ab?
Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob die Collection wenigstens in dieser Schlacht gleichziehen kann. Ja. Und hier haben wir unsere erste Reverse Rare und dahinter. Wie geil ist das denn? Die nächste Gardevoir VMAX. Gerade noch was von VMAX erzählt. Ich hab aber auch Glurak gesagt, also von daher. So, ihr Lieben. Ihr seht so, die Lichtverhältnisse, die sind ein bisschen doof. Ich mache hier einen kleinen Cut und dann geht's gleich weiter, wenn das Handy ein bisschen aufgeladen ist. Ne? Dann sieht das Ganze auch schon wieder gleich viel besser aus. Bis gleich. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Das Handy hat wieder Energie, hat wieder eine adäquate Akkuleistung, sodass wir weitermachen können. Es ist unglaublich, zweimal Gardevoir VMAX zu ziehen. Also es ist schon ja, stabil. Habe ich zwar schon, aber diese beiden, also diese Karte ist so schön. Ja, die zieht man einfach gerne. Wirklich schön. Allgemein die Gardevoirs, die sehen mega aus. Ne? Also das sind Karten wunderschön. Und ja, wir haben ja auch viele Karten in diesem Set, die sind alles andere als toll. Aber die vier Gardevoir-Karten, die sind wirklich knackig. Auch als Rainbow habe ich ja auch schon gezogen. Also sieht gut aus. Wobei, ich glaube, am besten gefällt mir sogar wirklich die Full Art mit dem blauen Hintergrund. Energie. Und dahinter die Mary. Also bis jetzt war das ja so energiekartentechnisch meistens bei mir eher nicht so. Aber ja, diese Collection, die gönnt. Mit der Ausbeute haben sich beide Collection auf jeden Fall schon mal gelohnt. Schon allein wegen Gardevoir. Und ja, die beiden Promos, die sind wunderschön. Und die vier Promos sind ja zweimal zwei. Vor allem Gengar und Lapras. Aber auch Machomai schön. Monte Carlo finde ich jetzt ja, belegt auf jeden Fall den letzten Platz. Aber auch der muss belegt werden. Ne? Klar. Monte Carlo macht es wenigstens einem nicht so ganz schwer. Zu sagen, wer ist auf dem letzten Platz. Eine ehrenvolle Aufgabe. So. Ziehen wir noch was Schönes. Noch eine Energiekarte. Und dahinter Wolverock. Wow. Ich glaube, so viele Energiekarten habe ich bisher noch nie in einem Unboxing gezogen. Selbst wenn ich jetzt nur eine Top-Trainer-Box geöffnet habe. Schön. Schön ist ja jetzt bei Farbenschock. Da hatten wir dann die Amazing Rares da drauf. Ne? Schöne Karten. Mit dem Farbenspiel. Scheint auch ein ganz schönes Set zu sein. Werde ich auch das eine oder andere hier aufmachen, ob ich mich dazu entschließe, es in Gänze zu sammeln. Das weiß ich noch nicht. Vor allem ist ja die Frage, was kommt nächstes Jahr? Nicht nur, dass es ein Reprint von Verborgenes Schicksal gibt. Nein, es soll wohl auch noch ein neues Shiny-Set rauskommen. Lassen wir uns mal überraschen. Und dahinter ein Machomai. Shiny Glurak haben wir bis heute noch nicht gezogen. Und ich weiß es natürlich nicht, aber ich gehe davon aus, dass ich es auch nicht ziehen werde. Wie gesagt, das Set hat mir bisher nicht so ganz viel Glück gebracht. Wenn ich mal sehe, was andere da gezogen haben. Es ist brutal. Und dann natürlich auch brutal ungerecht. Und dahinter, immerhin, noch eine Wii. Auch schon einige Male gezogen, aber es ist aus meiner Sicht eine sehr gelungene Karte, ein sehr gelungenes Artwork. Echt zornig, das Lucario. Gefällt mir. Last Pack Magic für diese Collection. Und ja, einen schönen Pull haben wir. Plus zwei halbe, ich zähle ja immer die Energiekarten. So als halbe. Von daher ist das auf jeden Fall schon mal schön. Ja, kann man sagen, das ist auf jeden Fall keine verschenkte Collection, wo man das Geld zum Fenster rausgeworfen hat. Und es geht ja nicht nur immer um den Kartenwert, sondern einfach das Auspacken. Also mir macht das Auspacken so viel Spaß. Das ist immer wie Weihnachten.
Da kann und darf man dann nochmal Kind sein. Einmal aus der Realität abtauchen. Sehr schön. Und Altaria. No. Leider nicht. Leider nicht, leider nicht, leider nicht. Sehr, sehr schade, aber gut, so ist es halt nun mal. Wäre natürlich schön gewesen, hätte man da noch einen Pull gehabt. Last Pack Magic für die Collection. Last Pack Magic für dieses Video. Und wir lassen uns jetzt nochmal überraschen, was wir Schönes ziehen. Vielleicht ziehen wir noch was Nettes, vielleicht aber auch nicht. Und selbst dann mit zwei Hits ist die Collection bei 5 Boostern wirklich gut. Schön wäre natürlich, wenn wir jetzt noch einen schönen Pull haben. Nicht nur für die Collection, sondern dann haben wir im Durchschnitt in jeder Kollektion 2 Hits gehabt. Dann ist das doch wirklich sehr schön. Und haben wir noch was? Oh ja, eine schöne Full Art, Freunde. Kaokto Full Art. Schön, freut mich. Von hinten sieht die Karte auch gut aus. Centering stimmt. Und damit haben wir doch eine schöne Ausbeute, Freunde. Eine wirklich schöne Ausbeute. Wenn man das einfach mal sich so näher anschaut. Ich denke, das kann sich doch sehen lassen. Wir haben aus 10 Boostern 3 Energiekarten. Zweimal Gardevoir V-Max, eine schöne Full Art und eine normale V. Ich denke, das kann sich doch sehen lassen. Das ist ein schönes Ergebnis. Ne? In mehr als jedem dritten Booster ein Hit. So kann man arbeiten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, drückt mir die Daumen. Vielleicht kommt ja irgendwo nochmal das Shiny Glurak, obwohl ich die Karte gar nicht so schön finde an sich. Aber dann kann ich wenigstens die Sammlung komplettieren. Also ihr Lieben, bleibt gesund, bleibt mir treu und ich drücke euch die Daumen, dass ihr stabiler zieht als ich. Macht's gut, euer Puckeknecht90. Ciao.